Ja, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graceseth. In der letzten Folge sind wir in Severed angekommen, heißt die Stadt so, ja. Und wir sollen uns mit den Dorfbewohnern hier ein bisschen umhören. Wir wurden zum Ministers des Müllabfallsortiments, so wie auch immer man das nennt hier, ernannt worden und so weiter und so fort. So, reden wir mit den Dorfbewohnern. Ich weiß jetzt nicht. Die sind alle hier mit so Sprechblasen so gekennzeichnet, deswegen sind die wohl schwer zu übersehen. Aber, gucken wir mal, was hier noch ist. Entdeckung? Schätze? Das sieht komisch aus. Da, da ist eine Truhe. Kann ich nicht öffnen. Da kann ich öffnen. Ah, gut. Prinzessinnen-Geschichten. Wie viele von denen haben wir schon? Auf 5 Stück, das heißt, wir können, glaube ich, irgendwann mal eine Quest abliefern. Ich glaube, man braucht 5 dafür. Haben wir die Quest schon? Ich glaube nicht, ne? Aber irgendwo kommt mal so eine Quest, wo wir 5 Stück von denen brauchen. Nö. Bis jetzt noch nicht, okay. Aber kommt noch. Ich schwör's. Da müssen wir nicht hin, dann. Hier. Mein blöder Heizlüfter hat den Geist abgegeben. Jetzt kann ich mich genauso gut draußen hinsetzen. Ich wünschte, der oberste Boss würde sich mit seinem tollen Plan mal beeilen. Etwa nicht? Ja. Ach, vergiss es. Wenn ich schon so friere, kann ich auch meine Pausen im Fendelturm verbringen. Da ist er bestimmt nicht am Schneiden. Toller Plan? Ja, da ist er bestimmt nicht am Schneiden. Deswegen. Warum nicht? Ist hier irgendwas? Hey, eine Katze. Verrückte Katze, was? Ja, nimm eine Muschel. Okay. Und Puppenpuppe. Ach, diese Dinger aus Russland, glaube ich. Russland? Keine Ahnung. Der dubiose Mann. What a strange doll. There's another little doll inside it. There is something I should tell you, brother. Yeah, what is it? Someone within our group has yet to reveal his true nature. And like this doll. You always see the same face, no matter how many layers you expose. You're awfully proud of yourself for coming up with that, aren't you? This is no joke. Sorry. I will not be beguiled by this dubious man, nor do I intend to protect him. But he's one of us. Such naivete. Mark my words, there could be a connection between this man and King Richard's actions. Oder du bist einfach nur misstrauisch. Keine Ahnung, warum sollte Malik denn irgendwas Böses tun? Oder keine Ahnung, was er sich da in sein Stübchen ausgedacht hat. Ja, ich brauche noch ein paar Dorfbewohner. Ich glaube, wir müssen mit 3 reden. Ich muss nur irgendwo einen finden. Da ist eine Truhe, geil. Und magische Kata Nummer 37. Rains Kata. Lloyd Irving, aufwachen! Tales of Symphonia, ja, genau. Mein Gott. Da wohnt ein kleines Mädchen. Weiß jetzt nicht, wo wir noch hin müssen, aber mal gucken, ich werde schon irgendwas finden. Da, ich sehe auch schon, da ist schon wieder einer gekrümmt. Ist bestimmt immer genau der gleiche. Haben sie euch geschickt, um mich zurückzuholen? Ach nein? Im Himmel sei Dank, einen Augenblick lang war ich besorgt. Meine Abteilung hat in letzter Zeit häufig mit dem Wolknis gearbeitet. Ich musste dort arbeiten, bevor ich musste dort weg, bevor mich der Stress wahnsinnig gemacht hat. Mein Gott, ich muss die ganze Zeit am Laptop irgendwie gucken. Bin voll abgelenkt. Ja, es ist schon gut. Es ist zum Wohle vom Pendel. Gut, dann gehe ich jetzt mal zurück an die Arbeit. Aber sag keinem, was ich über den Walknis gesagt habe, ja? Ich soll nicht darüber sprechen. Tschüss. Dem Walknis gearbeitet? Ja, okay. Und ja, der Akkubetrieb. Sounds like Fendel really is conducting experiments on their Valknus, but we still don't know where it is. I'm still surprised the Amarcians are apparently helping them. Me too. I thought they were all extinct. Man, this is bad. This is really, really bad. What are you getting so worked up about? See, Fendel's Valknus is kind of wonky, so it's really hard to extract Elith from it. It's also really dangerous to extract Elith from it. And if this
little experiment of theirs fails, boom. What do you das mean, ist nicht boom? Gut. I mean, boom! Like the entire country of Fendel being wiped off the map. That kind of boom. Remember that crater we saw on the way here? That was when a Krius about this big decided to explode. Tiny Krius, huge crater. Now, think about what would happen if the entire Balkanus exploded. Der Planet explodiert. How do you know all this, Pascal? Because I made the crater. That's why I know this is bad. I'm pretty sure they're using my research for their Balkanus experiment. I knew it as soon as I saw those soldiers' weapons at Warrior's Roost. The principles are totally based on my work. But wait, I thought they were using Amarcian technology. Yeah, they are. I'm an Amarcian. Was? What? Oh, did I not tell you that? I could have sworn I mentioned it at some point. Yeah, so, hey, I have an idea. Let's go visit the Amarcian Enclave. There's gotta be something useful there. We might even learn where the Balkanus is. Is it nearby? Well, it's not super nearby, but, you know, it's in Fendel. Huh. Well, I suppose it can't hurt. Hold on. Was ist jetzt schon wieder gehört? Why have you been keeping your Amarcian origins a secret? What is it you don't want us to know? Huh? I didn't tell you because you didn't ask. And you, that little show you put on earlier was far too convincing. Perhaps there is more truth there than you would care to have us know. Hubert, stop it. Oh, right. I suppose you don't find this suspicious in the least. It's all right, Asbel. Your brother is correct. I am originally from Fendel. However, this is the first time I've been back in over 20 years. I knew it. You still want to travel with them after all this? Was ist jetzt daran so das Problem? Malik lied about his origins, and Pascal thinks we need to ask if she's a member of an extinct race. I suppose lies and deception just come naturally to these people. I'm sorry, Asbel, but I cannot abide allies who engage in deceit. I will go no further with them at my side. Hubert, wait. There they are! Was ist jetzt schon wieder? Malik Caesar has been dead for years! Now identify yourself! Verdammter Dreck. So that's how the records show me. I am hereby placing you and your companions under arrest. Oh, time to hit the road, guys. Okay. Mein Gott, warum kommen denn jetzt auf einmal alle? Echte Amarcianerin. Oder so. Ja, komm. Jo, jetzt etwas nervös, weil die Aufnahme jetzt, aua, mein Laptop wieder auf Akkubetrieb geschaltet hat. Mein verdammtes Akku-Kabel im A ist. Deswegen kann es sein, dass die Aufnahme hier und da vielleicht mal stoppen wird. Was ich natürlich nicht hoffe. Sollte ich vielleicht nicht so ein 20-Minuten-Part oder so machen. Okay. Pflegen verbessert. X-Wasser erlernt. Okay. Ich hoffe wirklich, die Aufnahme hängt nicht oder bricht ab oder so. Und dann wisst ihr, was passiert ist. Das bin dann nicht ich. Bank-AP. Hier, nehmen wir das. Umweltminister. Werkzeit runter. Ja. Wow, Cheria. Dein Titel war schon verdammt. Okay, 700 Punkte. Komm her! What? Was war Wirkung? Auch nicht. Zu lang. Irgendwie auch länger. Aua. Nicht in den. Jawohl. Sag. But you've still got a ways to go. There, you see, Hubert? He's talking to you. That was directed at the both of you. Mein Gott.
Okay, ne, ich muss jetzt nicht unbedingt gegen alle kämpfen. Mein Mixer laden, okay, braucht man nicht, egal. Weiter! Normalerweise hätte man aber hier durch die ganze Stadt noch rumlaufen können, das wäre nichts, wenn ich mich nicht irre. Okay, we should be safe here. What do we do now? Zur Enklave, ne? Zur Amarsian-Enklave. Are you sure you don't want to go to the Amarsian Enclave? We're pretty much headed in that direction already anyway. It's a little cold, but it's still super nice. Come on. Stop. Let go of me. Ja, dass wir den sicher umstimmen. Übrigens, Pascal. Hier. Was ist denn der neue? Ja, was soll immer. Nehmen wir den. Und neue Gegner aus. Oder irgendwie nicht. Warte mal, sind da Banditen? Egal. Und der Harpier sieht dann auch. Oder wie auch immer die Viecher hier heißen. Sieht aus wie der Harpier. Zack. Und bitte, bitte niemand doch angreifen jetzt. Das wird jetzt sehr blöd sein. Sturm weiß aber besser, Gletscherschauerregen. Habe ich eigentlich trainiert während der letzten Aufnahmesession? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Oh, tot. Trank des Lebens. Ich nehme den einfach raus, damit den kein anderer haben kann. Und nur um den wegzuwerfen. Ist auch irgendwie assi. So, oh, verdammt. Ich bin immer noch voll angeschlagen. Ja, und ich bin nicht tot. Boah, ich bin voll geheilt worden. Geil. Nein, 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 nicht auf mich. Tu mal einfach mal ein paar Zauber hier einsetzen. Ist ja Meliks Heimat, hat er gesagt. Also warum nicht? Und jetzt dreht meine PS3 auch noch durch. Mein Gott, ey. Akku steckt nicht mehr. Dingens. PS3 kackt ab. Kann doch alles nur schief gehen heute. Das ist ein verdammter Kaba. Bist du gegen Luft, ja. Komm, verdammter Dreck. Au. Curry brauchen wir auch noch für eine Questanfrage. Komischerweise haben wir welches. In unserem Mixer. Gut. Okay. Hubert hat's auch schon. Verdammt viel, okay. Was haben wir hier noch? Oder hier? Wirkzeit runter, heilender Wind. Warum eigentlich nicht? War noch neues, upsala. Schmerz, die physische Verteidigung, ja. Wenn, oh. Wenn du etwas brauchst, dann Verteidigung, Jubert. Und Scheuer bräuchte auch mal ein paar neue Titel. Sehe ich gerade. Eieiei. Nimm mal einfach den hier. Und da kommt Scheuer mal. Wer hat denn genug Titel? Okay, so viel du hast noch nicht. Viel hier mit vollen Punkten und so weiter alles. Deswegen tun wir mal Scheuer rein. Ein Heiler reicht da. Ja. Wer zum A angreifen, wenn das noch so weitergeht. Nein, 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 nein. Geh so weg. Das hätte so erkannt. Nein, geh weg. Warum gehen denn auf mich los? Was hat Malik denn getan? Ja. Na. Was ist denn hier los, Mann? Und du teleportierst dich voll auf mich. Nur um dann wieder abzuhauen. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe die Gegner nicht. Egal. Ich hoffe, wir kommen hier noch zu irgendeinem Speicherpunkt. Okay, was haben wir hier? Zavertberg für ein Forschungslabor. Steht da.
Okay, ich glaube, wir gehen da lang. Oder? Ne, ich glaube, links ist, glaube ich, ein Speicherpunkt, deswegen gehen wir da lang. Ne. Ich ignoriere mal, mal gekonnt. Wir gehen mal hier runter. Wir sind zwar hier vollkommen falsch, aber egal. Wo ich das weiß. Oh, was? Geh weg, geh weg. Ein und... Okay, das war's wohl mit ein paar zu unter 20 Minuten halten, ne? Proton-Ball. Aua. Verdammt. Autsch, was zum... Ich bin gleich tot. Was ist denn da drinne? Sehe ich gerade, was ist denn da drinne? Nein, nicht auf mich kicken, Mann. Ist da ein Hase drinne? Was lohnt sich überhaupt, das Viech kaputt zu hauen? Oh, fuck. Wer hat das gedacht, wie weit es zweigt? Da kommt schon. Jawohl. Und das hat von den Erfahrungspunkten nicht so gebracht. Egal. Photonexplosion Meister. Geil. Mann, war das abgefahren. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Monster sich als Schatztruhe verkleidet. Es muss von Natur aus die Fähigkeit zum Imitieren haben. Der Überlebenswille kann erschreckend mächtig sein. Hey, seht mal, es hat eine Tasche hier gelassen. Ah, okay. Irgendeine Quest war das. Nehme ich an. Sie ist voller Steine. Es könnten Kreis sein oder Erz. Glaubst du, das Monster hat sich davon ernährt? Ja. Was hat sie gefunden? Wow, dieses Kreis ist unglaublich. Es ist, als ob das Elf darin in reine Hitze erzeugt. Eine reine Hitze erzeugt. Oh mein Gott! Pascal, was hast du gemacht? Nichts? Der Pakt wurde erfüllt. Ich bin Blutflamme, der mächtige Wächter des Feuerdrachens. Cool Story, Bro. Was geschieht da? Skryce hat auf ein Blut angesprochen. Meine Kraft gehört dir. Du kannst sie nutzen, wie es dir gefällt. Ich freue mich auf den Tag, an dem ich wieder in diese Welt zurückkehre. Gehe und bleibe bis dahin am Leben. Huch, er ist verschwunden. Ist in Ordnung, Pascal? Ja, ich fühle mich bestens. Stärker als je zuvor. Als hätte jemand seine Kraft in mich hineingestopft. Das ist eine ungewöhnliche Art, es zu beschreiben. Wie wär's mit hineingepumpt? Hauptmann, das macht's nicht besser. Rohmaterial, okay. Feuerbeschwörerin, okay. Kaiserklau, bleh. Na gut, dann haben wir jetzt eine neue Beschwörung. Hier. Harte Abwehr, ja. Ich hab nur harte Abwehr gelesen und direkt. So, warte mal. Protonenstrahlmeister. Protonexplosion, meine ich. Wo ist es? Wo ist es? Ach, da. So. Weil den brauche ich als Computer nicht mehr einsetzen, weil wir haben schon Meister. Okay. Das sieht wieder nach einem Skit aus und eine Entdeckung. Rette ich. Liebes Tagebuch. Ich habe nur nicht vergessen, mich nach links zu bewegen, damit der Gegner mich nicht erwischt. Was denkst du, die Amarcian-Enclave ist? Warum nicht jemanden fragen, der da lebt? Ich? Wie erklären? Well, it's a place with lots of folks that are just like me. I thought she'd go to you for support, Asbel, but it looks like she's turning to her radishes. Journal entry for the day. It has become apparent that when Pascal doesn't care about something, her long-winded explanations become very brief. Okay. Mein Gott. Das Erntetagebuch überrascht mich jetzt nicht so. So.
und 11 Mixer, cool. Und jetzt noch ein Skill, aber da themen wir uns für den nächsten Part auf. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.